Moinsen Leute, willkommen beim M1, willkommen zu Formel 1 2018. Dieses Wochenende sind wir in Shanghai für den großen Preis von China. Los geht's heute mit dem Training. Stefan Römer sitzt neben mir und wird uns durch das heutige freie Training begleiten. Vielen Dank, dass du hier bist und sag mal, worauf sollten wir heute unsere Aufmerksamkeit richten? Ich denke, wir sollten uns heute das gesamte Feld ansehen und darauf achten, wie weit die Autos mit einem einzigen Satz Reifen kommen können. Während alle verschiedene Einstellungen und Treibstoffmengen ausprobieren werden, kann man definitiv Trends für jede Reifenmischung erkennen, wenn man aufmerksam ist. Dadurch können wir uns ungefähr ausrechnen, wie lange die Fahrer später am Renntag draußen bleiben können. So sieht's aus. Machen wir heute aber nicht. Wir machen heute das Klassische. Heute ist also dementsprechend einmal Training und einmal Qualifying. Wir fahren mit klassischem normalen Setup einfach mal raus. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Jaja. Einfach mal gucken, wie sich das Auto heute hier fährt. Hier in China, drittes Rennen. Bislang sind wir ja super vorangekommen. Dennoch, man weiß ja irgendwann, da wird es dann böse enden und hoffentlich heute nicht. Heute in China eine Strecke, die, wo man sagt wieder, okay, die liegt mir auch. Die erste Strecke theoretisch im Rennkalender wirklich ist die nächste, die mir nicht liegt. So, die China bin ich auch schon oft gefahren, früher auch, und China ist eigentlich eine schöne, einfache Strecke, erst recht, weil der Anfang so gut ist. Der Anfang in der Hinsicht, dass wir hier sozusagen die Schnecke fahren. Ich glaube, so heißt sogar die Kurve. Also die Schneckenkurve dort. Das war einfach mal da gut vorbeikommen. Andersrum natürlich, da drohen immer mehr oder weniger Crashes. Dann können wir mal vielleicht sehen, wie das denn läuft. Hier haben wir natürlich zwei längere Geraden. Dann wird sich das natürlich jetzt zeigen, ob der Red Bull wirklich schnell ist oder eben nicht. Aber wir haben hier eigentlich tendenziell das drittschnellste Auto. Sollte also eigentlich kein großes Problem sein. Hier auch immer mal gerne, dass man hier auch mal wieder einen gerne Dreher reinhaut. So, hier meine ich diese Zone hier, wo man theoretisch einfach nur noch geradeaus fahren muss. Und einfach richtig mal Gas geben kann. Natürlich muss man da hinten dann zum richtigen Zeitpunkt bremsen, sonst fährst du da zu weit. Und da hast du eben das große Problem. Hier auch mal gerne, wenn du hier ist es oftmals so, dass du gerne mal abkürzt in dieser Kurve. Vorne, direkt. Warum auch immer, keine Ahnung. Man kürzt da, also laut alten Spielen war es auch immer so, man kürzt da immer gerne mal ab. Irgendwie, keine Ahnung, obwohl man eigentlich genau die Kurve richtig genommen hat, aber man kürzt ab. Verstehe ich bis heute nicht. Wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Wenn ihr es mir erklären könnt, wisst ihr Bescheid. Weiß nicht, warum das also früher, auch Codemaster früher, immer gerne gesagt hat, so von wegen, wenn man da die Kurve leicht angeschnitten hat, oder abgekürzt, also wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal ohne Setup. Das machen wir ja immer die ersten Runden, damit wir erstmal die Strecke kennenlernen, wissen von, oh Gott, wann wir bremsen müssen und wann nicht. Was ich natürlich auch hoffe, dass wir hier wieder keinen Regen haben. Das heißt also weder im, also im Qualifying, ja gut, können wir Regen kriegen. Das ist nicht so schlimm, aber im Rennen, das wäre natürlich ganz bitter. Wenn wir im Rennen dann anfangen würden, hier Regen zu kriegen. Das wäre alles andere als optimal. Siehe Australien, wo wir wirklich enorm zu kämpfen hatten. Bei dieser Strecke ist vielleicht der Regen vielleicht sogar einfacher als das jetzt in Australien, weil eben wir hier lange Passagen haben und einige enge Kurven, wo wir einfach wirklich sehr früh bremsen müssten dann. Mehr ist es nicht. Und das wird sich eben dementsprechend zeigen, wie und ob. Der ist vergessen, egal. 1:40:12. Naja, aber das ist das freie Training. Also das ist alles halb so wild. Einfach mal gucken. Na, war ein bisschen spät.
wie das Delta da oben aussieht. Wenn das Delta gut ist, dann können wir noch ein bisschen fahren. Wenn nicht, dann würde ich nämlich die Box wieder wollen. Delta nämlich schlecht aussieht. Am Boxenstopp mal üben. China, Boxenstopp ist eigentlich auch nicht so kompliziert. Ja, das war ein bisschen spät. Ich glaube, das haben wir in der letzten Runde auch, deswegen ist alles halb so wild. Das Delta ist weiterhin positiv. Negativ, also positiv im Sinne von, dass wir immer noch besser fahren, so rum. So, da vorne ist wieder mal, glaube ich, wieder mal ein Williams. Da haben wir ja schon schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Williams im Qualifying bzw. im Training. Und es ist wieder unser Lieblings-Stroll. Also gleich üben, wie wir am besten überholen können. Sehr schön, 1,39,5. Wir fahren ja eh gleich mit einem anderen besseren Setup, aber wir müssen ja einfach jetzt mal gucken, wie sich das Auto fährt, wie das Auto sich verhält bei Überholmanöver. Natürlich tendenziell, ne? Die ersten beiden Rennen zwar relativ wenig Überholmanöver, ja, ich weiß, dennoch müssen wir darauf achten, dass wir das auch können. Deswegen kommt mir Stroll eigentlich ganz gut gelegen. Den dann, na, das war ein bisschen, ja, ich wollte nämlich in die andere Seite, aber dann gemerkt, oh, das ist die Ideallinie, da kannst du nicht rein. Nee, so weit weg. Jetzt Strolls Zeit, das wäre natürlich bitter. Nö, wir überholen ihn in der Kurve. Haben wir ihn. Na, er fährt auf Ideallinie. Da merkt man dann wiederum, dass die Ideallinie eventuell ein bisschen schneller ist. Überholen wir ihn hier. So, also Überholmanöver funktioniert einfach frei. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal in die Boxengasse. Also einwandfreies Überholen, Ansichtssache. Aber wenn man sich das mal anschaut, Stroll hat es anscheinend wirklich durch dieses ganze mit mir da vorne mitfahren so eine gute Zeit hingelegt. Müssen wir mal gucken, wie gut die wirklich war. Oder ob sie jetzt eher tendenziell, ja, so eine Ansichtssache-Situation war. Das heißt also auf der langen Geraden möglichst lang hinter ihm bleiben und nicht gleich versuchen zu überholen. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 39,5. Also er ist 2 Sekunden langsamer als wir. 2,4 Sekunden langsamer, Grosjean ist 3 Sekunden langsamer. Wir können ein bisschen vorspulen, damit wir einfach mal gucken können, in welche Richtung dieses Ganze geht. Ja, eine Sekunde schneller. Super, ja. Aber auch nur ganz knapp. Wenn man sich das mal an. Oh, nein. Wenn man sich das mal anschaut, wir sind relativ knapp nur vor Hamilton. Andersrum, wir dürfen nicht vergessen, dass das ja, dass das Setup ja jetzt nicht unser Setup ist, was wir mit dem wir grundsätzlich fahren werden. Deswegen interessant. Mal gucken einfach, wie die anderen da fahren. Ich würde gerne erst fahren, wenn die alle durch sind. Damit wir einfach jetzt mal so eine Richtzeit haben. Wir fahren alle sehr spät raus erst. So, Alonso fährt noch nicht. Das andersrum, er fährt gerade die Runde. So, jetzt können wir mal gucken. Wir sind aktuell auf Platz 1.
Mit unserer Zeit sind wir auf 1, das ist super. Unser Teamkollege ist 0,3 Sekunden langsamer als wir. Der hat den zweiten Sektor richtig gut aufgeholt. Also tendenziell ist das... Behalte immer deine Reifenabnutzung im Auge. Ja. Am Ende jeder Session müssen wir 2 Reifensets zurückgeben, die dann nicht mehr für das restliche Wochenende zur Verfügung stehen. Die am meisten abgenutzten Sets werden zurückgegeben. Jo. Wäre schon fast dafür, dass wir jetzt doch tatsächlich nochmal Reifen wechseln. Die Frage ist, ob wir die Ultras benutzen. Ultraweichen. Medium. Sicherlich, aber ich glaube tendenziell 8 Runden reichen die. Eine Rundenzeit von 2,2 Sekunden sind wir schneller. Ja, entweder Softs oder Ultrasofts. Ich glaube, wir nehmen die Softs lieber. Wir nehmen die Softs lieber und dann auch wirklich mit Setup-Einstellungen. Setup-Einstellungen laden. Ja. Nämlich die Standards. Ja. So, gut. Dann schauen wir mal. Also, was mir mal wieder gezeigt, gesagt oder erklärt worden ist. Tendenziell ist... hier war eine relativ schnelle Strecke, wo halt, wo wir jetzt gesehen haben, mehrere Phasen relativ lang geradeaus fahren ist. Deswegen auch diese Einstellungen. So, dann haben wir hier einmal eine 5, einmal eine 4, einmal eine 10. Mal gucken, ob wie viel das überhaupt jetzt bringt gegenüber unserer normalen Zeit. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr viel bringt. Andersrum, wir haben jetzt andere Bereifung. Das kann natürlich ganz anders dann laufen. Oh, falsche Richtung. 55er. Das ist okay so. Und das muss hoch auf 8. So, wir können das auch mal speichern. Für den Fall. Es ist wirklich schwierig, ein schlecht eingestelltes Auto auf dieser Rennstrecke zu manövrieren. Für viele Kurven gibt es nur eine Linie und sie nicht zu schaffen, ist ziemlich verheerend. Bleib auf der Ideallinie und gewöhn dich an die Strecke. Ja. Das Team steht bereit, um Änderungen vorzunehmen, also lass dir Zeit und stell ein gutes Gleichgewicht im Auto her. Genau, und das haben wir jetzt gerade getan, deswegen fahren wir jetzt mit dem Setup raus, einfach um zu gucken, wie das Setup jetzt funktioniert. Wie das Setup funktioniert, dafür gibt es diese Trainings, deswegen ist dieses Training so enorm wichtig für mich. Um einfach wirklich zu gucken, ja, ist das gut? Nein, lass ich bleiben. Wisst ihr? So, Wolken ziehen auch langsam auf. Das heißt, also es könnte so doch Richtung Regen tendieren. Aber ich hoffe mal nicht. Wir hätten den Wetterbericht uns angucken sollen. So. Was man mich auch gefragt hat, warum um Himmels Willen habe ich ERS-Einsatz auf automatisch gestellt? Es wäre doch viel sinnvoller, den hoch- bzw. runterzustellen, je nachdem, wann ich das brauche. Ja, tendenziell habt ihr vollkommen recht. Andersrum ist es so, dass ich doch sicherlich oftmals dann das ERS einfach vergessen würde, weil ich eben früher nicht mit ERS gefahren bin. Das gibt es ja noch nicht allzu lange. Obwohl doch, ne? Früher war es Akku, ne? Dieses, das Akku, was du... Oh, shit. Das Akku, was du hattest. Ja, früher gab es so diese kleinen Akkus noch. Oh Gott. So. Da konntest du dann einfach, egal wo auf der Strecke, sagen so von wegen, so, jetzt brauche ich es. Und jetzt gebe ich mal ein bisschen Gummi. Das hat man ja jetzt mittlerweile nicht mehr. Oh, der bremst sehr spät. Eieiei, okay. Dann weiß ich Bescheid. Auto bremst sehr spät mit diesem, mit dieser Manövrierung. Aber wie gesagt, dafür ist das Training da, damit wir einfach jetzt gucken können, wo liegt der positive Faktor in dem Setup, wo liegt der negative Faktor. Der negative Faktor liegt darin, dass wir hier deutlich später bremsen. So, Stroll schon wieder vor uns.
Aber man sieht zumindest auch wieder da in der Zeit, dass die Zeit deutlich schneller ist wieder. Vielleicht kriegen wir Stroll sogar schon früher. Den Kanadier. Ja, ich will wie gesagt ihn nicht hinten reinfahren. Geht doch. Also überholen geht einfacher, deutlich einfacher mit dem Setup. Klar, Zeit ist schlechter, klar, weil wir eben versucht haben zu überholen. Es ist oftmals so, dass dann die Zeit natürlich direkt in den Keller geht. Andersrum, man darf auch nicht vergessen, wir haben andere Bereifung. Ne? Also wir müssen ja eigentlich sowieso 2 Sekunden schneller sein als vorher. Weil man sieht auch hier direkt oben an der Zeit, dass wir deutlich schneller sind als eh vorhin. So, guck mal. Also es ist wirklich so, dass diese... Dass das Setup einfach wirklich darauf hinaus ist, dass wir viel früher bremsen müssen. So. Jetzt haben wir niemanden vor uns. Bestzeit, alles gut. Mal versuchen, wirklich Richtung Hotlap zu gehen. Natürlich jetzt hat das Delta natürlich jetzt unsere Bestzeit im Petto. Das ist natürlich auch mit dem Setup jetzt ist. Aber die Frage ist natürlich jetzt auch die, wie viel Zeit hat uns wirklich diese Überholung von Stroll gekostet? Ja, sieht man aber. Hat uns sehr viel gekostet, eine Sekunde. Ganze Sekunde. Ja, ja, aber nun gut, ist ja egal. Ist ja egal, sowas gehört dazu. Gemisch 3 brauchen wir ja nicht aktivieren, weil wir testen ja. Wir testen ja hier, wir fahren ja jetzt hier nicht Qualifying. Wir fahren nicht Qualifying, das ist alles hier im Jutschen Bereich. Ja. 1,37,8 wieder deutlich schneller. Aber ich denke mal wirklich, also das könnte reichen. Das könnte reichen für die vorderen Plätze. 1, 2, 3 wahrscheinlich. Aber die Frage ist eben, wir haben nicht so allzu viel Zeit. Also wenn wir wirklich viel auf der Strecke testen, das war ein bisschen weit außen. Jetzt haben wir den nächsten Konkurrenten, ne? Natürlich doof. Bei so einer guten Zeit. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. In dieser? Warum? Ich würde halt gerne noch die Runde rumfahren. Können wir da nach Marga fahren? Ich weiß es nicht. Können wir da nach Marga fahren? Ich denke schon. So, Hülkenberg. Ja. Ja, ja. So. Jetzt fahren wir Marga. Ich will einfach mal gucken, wie das jetzt läuft, wenn wir auf Benzinspritsparmodus gehen. So, hier meinte ich ja, damit Wind überholen. So, dann gehen wir jetzt in die Box. Einfach mal zu gucken.
Also ob das jetzt mit Marga funktioniert. Also tendenziell muss es eigentlich mit Marga funktionieren. Dass wir bis in die Box kommen. Reifen? Sieht auch in Ordnung aus. Also ich weiß nicht so ganz, was er da für ein Problem hat. Nass ist die Strecke auch nicht. Aber er muss schon irgendeinen Grund haben, dass er gesagt hat, von wegen Box, los, geh in die Box, mein Freund. Vielleicht, weil wirklich vor uns viel los ist, wer weiß. Aber mit Marga können wir zumindest mithalten. Das ist nämlich das, was ich ja jetzt hier mit gucken wollte, ob wir mit Marga auch wirklich dem... Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde, der Tank ist leer. Alles gut. Magnussen auf 2. Aber mit Marga fahren wir zumindest eine Sekunde langsamer. Das ist eben die Sache. Na, mit Marga fahren wir eine Sekunde langsamer. Dann wissen wir zumindest, dass wir, wenn wir im Rennen auf Sprit sparen müssen, ja, eben eine Sekunde langsamer fahren. Was ja nicht zwingend das Schlechteste ist. Na, solange wir eben dadurch nicht ganz so extrem viel Zeit verlieren gegenüber den anderen. Also wenn wir jetzt grundsätzlich eine Sekunde schneller sind als die anderen, kann man natürlich dann taktisch überlegen, na, vielleicht schon relativ früh auf Marker zu stellen und falls man dann die Performance braucht gegen Rennende, dann nach oben wieder zu stellen. Das wird sich dann dementsprechend zeigen. Also Reifen, jop, alles supi, alles toll. Raikkonen auf 2. So, unsere Zeit, wie ja schon fast erwähnt, wäre jetzt aktuell sogar hinter der von Raikkonen. Also der fährt da doch wieder eine heißen Reifen. Ja, das Problem ist bei ihm, also erster Sektor ist genauso schnell wie unser. Der zweite und der dritte, da fehlt es, aber insbesondere fehlt es, glaube ich, im zweiten. Ne? Im zweiten ist, glaube ich, heftiger als im dritten. Ja, ich glaube schon. Ja, doch, müsste hinhauen. Im zweiten ist es schlimmer als im dritten. Da verliert er bei beiden 0,8 Sekunden. Und das ist eben dann der Unterschied. Na, aber es ist wieder Kimi Räikkönen. Den hatten wir schon im Rennen von Bahrain auch schon auf dem Schirm, dass der ja wirklich richtig gut dabei ist. Der fährt auch mit Ultrasofts. Beste Runde bis jetzt liegt bei 1,37,0. Na? So, was mich jetzt auch fast schon interessiert, wir können ja mal gucken. Geht das? Mal gucken, wo der denn ist. Da ist er. Ach, der fährt jetzt erst die Runde. Okay, dann ist es uninteressant. Ich dachte, der ist schon rum, weil hier da eben Outlap. Ach so, Outlap, ja klar. Okay. Ja, also die fahren Ultras. Ne? Klar, die Ultras sind natürlich schneller als die Softs. Aber wenn man sich das mal anschaut, selbst die CPU mit den Ultras ist langsamer. Andersrum ist das Training. Darfst du nicht vergessen. Also, Theoretikum hin oder her. Kevin Magnussen hat eine super Zeit gefahren. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Verstappen, Räikkönen und Kevin Magnussen. Der hat ein super Rennen gefahren. Also wenn der jetzt, glaube ich, ich kann mir gut vorstellen, wenn er jetzt wieder so eine 1,39er Zeit fahren sollte, gleich im Qualifying, könnte er gut unter den besten 10 sein. Muss nicht, kann. Und damit geht's jetzt los ins Qualifying. Also, klar, wer da draußen sagen so von wegen, ach Gott, der fährt wieder vorne weg, nein. Aber ihr habt gesehen, im ersten Sektor, es lag nicht daran, dass irgendwie irgendwas falsch lief, sondern im ersten Sektor waren wir gleich stark mit der CPU. Wir begrüßen unsere Zuschauer aus aller Welt bei diesem F1 Qualifying hier in Shanghai, China. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Die Teams sind mit einer Vielzahl von Teilen eingetroffen, mit denen sie das meiste aus den langen Geraden herausholen wollen. Die Wagen werden zwar in den Kurven schwerer zu steuern sein, aber das gilt ja dann für alle Teams. Jo, also.
Gehen wir mal wieder hier reinschauen. Ich tendenziell... Achso, okay, wir sind auch schon super drauf. Mit den Ultrasofts fahren wir. Wetterbericht in den nächsten 10 Minuten ändert es nicht. Das ist schon mal super. Können wir auch gucken. In den nächsten 15 Minuten ändert sich es nicht. Sehr schön. Und dann fahren wir raus. Parkfamilie-Regeln, alles gut. Ab dafür. Alles fertig. Mit den Ultrasofts. Das könnte natürlich jetzt eine richtige Abreibung für die Gegner werden. Da wir ja jetzt eigentlich mit den Softs ja schon schneller waren als die CPUs mit den Ultrasofts. Und jetzt fahren wir auch mit den Ultrasofts. Natürlich auch eine Sache für sich. Ja, Qualifying-Runde eigentlich klar, aber interessanterweise rechnet er das trotzdem. Ist egal. Dann machen wir Maximum. So. Was ich jetzt natürlich hoffe, dass Stroll nicht mich hier behindern möchte. Ne, Sevotkin ist es diesmal. Also der Teamkollege, mit dem haben wir ja grundsätzlich sehr wenig zu tun. Mit Stroll haben wir ja viel, viel mehr zu tun. Ja. Ich hatte kurz überlegt, ihn vielleicht eventuell zu überholen. Habt ihr gesehen und habt dann gemerkt, nee, das bringt jetzt nichts. Hier in der Kurve wäre es sinnvoller gewesen. Ja, ein bisschen sehr zaghaft, klar. Aber genau deswegen bin ich so zaghaft. Eieiei, genau deswegen bin ich so zaghaft gewesen, weil ich gedacht habe, naja, okay, da wird er schon irgendwie was machen, aber das war jetzt natürlich eine schöne Breitseite. Macht das Qualifying natürlich interessanter, ne, würde ich mal sagen. Also dieses klassische, dass wir jetzt die Gegner vermöbeln, ich glaube, das hat sich damit jetzt erledigt. Das könnte jetzt wirklich eine interessante Geschichte werden. Natürlich können wir jetzt versuchen, in die Box wieder zu fahren. Direkt. Wir haben noch genug Zeit, um auch Box raus, wieder, Lap und alles gut. Aber ich möchte das versuchen. Im schlimmsten Fall starten wir nicht von 1. Wir müssen ja nicht zwingend immer von 1 starten. Natürlich wäre es toll, aber da ist schon wieder jemand da vorne. So, da ist er, unser Lieblingsgegner. So, macht der Platz oder macht er jetzt dasselbe wie der andere? Er macht Platz, sehr schön. Uns vielleicht nicht zwingend den Wetterbericht angucken müssen. Aber vielleicht deutlich vor ihm rausgekommen, hätten uns das mit dem Flügel jetzt erspart. Aber dennoch, das Auto lässt sich noch fahren. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie jetzt ganz schlimm ist. Auto lässt sich noch fahren. 53. Alles im Grün. So. Erste Bestzeit, 1,38. So, 1,38,5. Das sind aber die Autos, die tendenziell mit viel langsamer fahren. 1,35,0. Drei Sekunden schneller als die, aber das ist vielleicht nicht ausreichend. Das ist eben die Sache, ob das, wie sich das jetzt zeigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nämlich nicht reicht. Gucken wieder, ob das Delta gut genug ist. Wenn ja, fahren wir rein. Wenn nein, fahren wir rein. Wenn ja, versuchen wir es nochmal. Ich glaube, das reicht grundsätzlich mit Benzin nicht. Ich bin irgendwo auf der Strecke. Nee, jetzt werde ich langsam unkonzentriert. Das ist natürlich schlecht. Wir holen zwar auf, aber das gefällt mir so nicht.
Ja, es ist eben dann der Flügel, ne? Ja, ich denke mal, es ist auch sinnvoll, in die Box zu gehen. Das Delta ist leicht negativ. Leicht. So, Raikönnen auf 2. Müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie das jetzt das Ganze sich jetzt anschaut. Wie gesagt, Kimi ist ja derjenige, der eher unser Gegner sein wird. Das haben wir ja schon im Training gesehen, dass er eher der Gegner sein wird. Wir müssen jetzt die Reparaturen da durchführen, gucken, ob wir dann noch eine Runde schaffen oder eher nicht. Ja. Ja, macht die Sache hier, wie gesagt, viel interessanter. Ja, es ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, direkt auf 1 zu fahren. So, und das ist jetzt natürlich die Frage. Anscheinend haben sie es schon wieder fertig, das ist toll. 2 Sekunden Vorsprung. Das liegt aber daran, dass tatsächlich Sektor 2 und Sektor 3 aber mal sowas von deutlich voran... Also, 35,0. Also das ist natürlich deutlich, ne? Da muss man einfach mal sagen. Sektor 2 und Sektor 3 sind wir deutlich schneller als die Konkurrenz. In Sektor 1 sind wir ungefähr gleich schnell. Das ist interessant. Dennoch 2 Sekunden Vorsprung. Also das ist natürlich auch schon ganz schön heftig. Magnussen, ja wie gesagt, mit einer 38er Zeit kommt er hier oben hin. Das ist eine 39er Zeit. Das ist aktuell auf Platz 9. Andersrum, Ricciardo ist nicht gefahren, war noch nicht gefahren, Vettel ist noch nicht gefahren, Hamilton und Bottas sind noch nicht gefahren, obwohl die fahren jetzt gerade alle. 25-1 und 25-1. 25-1 und 25-1 ist schneller als wir. Das ist bei beiden Sektoren sind die schneller. 29-0. 29-0 ist langsamer. Das heißt, Vettel ist knapp langsamer als wir. Aber nur ganz knapp, Bottas, ja. Wie gesagt, muss man jetzt einfach gucken, wie Vettel fährt. Hamilton, 25-1 und 29. Das ist der zweite Sektor. Der zweite Sektor, der die Dänen die Zeit sozusagen wegnimmt. Vettel auf 2 mit einer Sekunde. Ja, das ist hier das Problem. Sektor 2 und Sektor 3. Sektor 1 sind die schneller als wir. Aber eben in den anderen nicht. In den anderen sind sie langsamer. Und das ist eben dann der Unterschied. Also wir lassen jetzt noch Hamilton durchfahren. Wenn Hamilton wirklich auch wieder so, auch wieder ungefähr diese 2 Sekunden Unterschied hat, dann müssen wir sagen, so von wegen, wir brauchen eigentlich nicht mal rausfahren. Hamilton ist durch. Hamilton hat 1,6 Sekunden. Fahren wir noch eine Runde. Das ist mir ehrlich gesagt lieber, dass wir jetzt nochmal eine Runde doch fahren. Dass wir jetzt doch nochmal eine Runde fahren und sagen so von wegen, hey, komm, die Zeit gut und schön, aber wenn wir einen besseren Flügel haben, dann ist auch alles wieder besser. Die haben das eigentlich, glaube ich, relativ schnell hingekriegt. Ich hoffe einfach, dass sie das hier hingekriegt haben. Dass sie jetzt hier meinen Flügel direkt repariert haben. Nein, haben sie nicht. Schön, das macht ihr ganz toll, meine lieben Freunde. Ihr habt nicht meinen Flügel repariert. Ach Gott. Okay. Also Sektor 1 ist der, wo die alle schneller sind als wir. So, wie gesagt, ich kann hier auf Mager stellen, aber ich glaube, das bringt nicht viel. Er geht ja trotzdem genau gleich schnell runter. Aber Sektor 1 ist der, wo die besser sind. Und deswegen, das müssen wir im Rennen ausnutzen, dass wir dann später in den anderen Sektoren, in Sektor 2 und Sektor 3, die dann versuchen zu überholen, im Sektor 1 sie aufzuhalten. Also taktisch gesehen ist das wirklich so. In Sektor 1 versuchen wir sie aufzuhalten, in Sektor 2 und 3 müssen wir die Zeit rausholen. Was auch gleichzeitig dann im Rennen bedeutet, dass wir natürlich dann im Rennen Sektor 1 einfach versuchen, so gut wie möglich zu verteidigen. Und die weiteren Sektoren dann wirklich ab dafür und ne, freie Fahrt, hier komme ich. So, ich glaube, mittlerweile haben sie gemerkt, oh scheiße, da ist was kaputt gegangen.
Oder unser Teamkollege ist an der Box. Genau, beides sein. Können beides sein. Oh ja, das Fahrzeug ist fast kaputt gegangen. Ja, mein eigentlicher Plan mit der Formel 1 ist, dass wir das ja hochladen, wenn in echt die Formel 1 ist. Das ist ja hinfällig gewesen. So, auf Max stellen. Haben wir ein bisschen später erkannt. Ja, hinfällig. Lag einfach daran, dass doch am Anfang dieses mit der Stärke und dem Regenrennen und alles Mögliche. Wenn das anders gelaufen wäre, wäre das wahrscheinlich eh hier auch alles anders gelaufen. Mit China relativ spät. Da hätten wir China relativ früh gehabt. Aber ich glaube, dadurch, dass er jetzt auch ein bisschen Pause mit dem Manager ist, also jetzt nicht Pause im Sinne von gar nichts mehr, sondern da kommt ja noch was. Kommt ja noch. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, ja. Manager kommt ja alles noch. Aber das Formel 1 Spiel, was sagt ihr bislang dazu? Habt ihr das so erwartet, wie ich hier fahre, dass ihr es so erwartet habt, oder habt ihr jetzt eher was anderes erwartet? So von wegen, ja cool, also dass der Immon jetzt hier vorne wegfährt, ist ein bisschen doof. Ich hätte ja schon gerne mehr Kämpfe gehabt, das war jetzt nicht so gut. Hätte jetzt eher mehr Kämpfe gehabt, eher mehr Positionen und... Hast du nicht gesehen, sondern wir sind wieder gut aus der Kurve rausgekommen. Und da ist der nicht. Okay. Und da ist der auch nicht. Ja, ja. Aber egal, wir sind wenigstens dieselbe Zeit ungefähr gefahren. Das ist schon mal toll. Aber es ist eben der erste Sektor, ne? Der erste Sektor ist der, der uns killt. Und das ist eben das Problem. Müssen wir einfach gucken, wie das Rennen läuft. Also wenn das Rennen wirklich gut läuft, dann werden wir das Ding wahrscheinlich wirklich in unsere Reihen wieder behalten. Wenn das Ding ja nicht so gut läuft, ja gut, dann wisst ihr Bescheid. Aber mal keine Vorkommnisse im... Das macht mir auch jetzt ein bisschen Angst. Keine Vorkommnisse, also keine negativen Vorkommnisse im Qualifying und im Training. Ja, bis auf jetzt, dass der Flügel ein bisschen kaputt ist, ja gut. Aber dennoch, das macht mir ein bisschen Angst fürs Rennen. Ja, weil das Schlimmste wäre natürlich, wenn wir ausscheiden würden. So, Qualifying ist in 5 Minuten durch. Wir fahren eh jetzt in Box. Auf Mager. Weil die Zeit eh eine Katastrophe ist. Brauchen wir nicht drüber schnacken. Das ist eh eine Katastrophe. So, und dann fahren wir gleich. Oder nächstes Mal. Ja, nächstes Mal. Im Endeffekt ist es nächstes Mal. Nächstes Mal den großen Preis von China. Und ja, freut euch drauf. Oder eben auch nicht. Es wird ein interessantes Rennen. Wie gesagt, also normalerweise sollten wir das Rennen vorne mit gestalten. Ja, ausgenommen natürlich, uns passiert irgendwas Negatives in Kurve 1, Kurve 2, Sektor 1 grundsätzlich. Also, ne, Sektor 1 grundsätzlich könnte die Gefahr werden, aber sonst schauen wir mal. Also Überrundungen würde ich mal sagen, können wir ausschließen. Also so weit vorne werden wir nicht sein. Dennoch, für eine Runde reicht es nicht. Wetterbedingungen ändern sich auch nicht. Aber man sieht einfach, dass der Sektor 1 für Hamilton und auch Vettel besser ist. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,35,0. Magnussen nur auf Platz 16. Ja, der fährt einfach leider seine Qualifying-Zeit nicht. Und das ist das Problem. Er fuhr seine Qualifying-Zeit nicht. Und das ist das Problem. Unser Teamkollege Ricardo auf Platz 6. Zu vorne, vielleicht ändert sich da noch was, aber ich glaube nicht, dass die jetzt noch alle rausfahren, oder doch? Vielleicht? Mal schauen. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Verstappen, Vettel und Lewis Hamilton. Für
Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, und genau das sage ich auch. Wir sehen uns. Entweder morgen, gleich, nachher, in ein paar Tagen. Je nachdem, wann ihr das nächste Video schaut. Bis dann. Ciao.